Hallo zusammen, heute zeige ich euch mal wieder eine Seite in einem Traveler's Notebook bzw. in einem Notebook. Das gestalte ich für meine Tochter und habe ich jetzt im August diesen Jahres angefangen mit diesem Foto von ihr und ihrer Freundin. Und das Foto habe ich einfach auf meinem Tisch liegen gehabt und immer mal wieder irgendwelche Sachen, so wie Die-Cuts oder dieses Chipboard-Piece oder Papierreste, gesammelt in so einem kleinen Kästchen. Und ja, jetzt hatte ich mal wieder Zeit, nach langem ein bisschen was zu machen. Ja, das mit diesen vorher zurechtgelegten Sachen, beziehungsweise dieses vorher zusammengesammelte, das hat es jetzt richtig einfach und schnell gemacht, diese Seite zu gestalten, weil ich nicht mehr durch meinen ganzen Vorrat hier an Die-Cuts und Embellishments durchgucken musste, sondern ja, das lag halt da bereit. Und genau, ich habe mir dann auch gesagt, okay, ich will gar nicht viel andere Sachen verwenden, um jetzt nicht noch lange rumwühlen zu müssen in irgendwelchen Kistchen und Schächtelchen. Und diese paar Sachen sollen es dann sein, die klebe ich auf mit Flüssigkleber. Das ist so ein Bastelkleber von EFKO. Der ist relativ, also der wellt das Papier nicht so. Also er hat einen geringen Wasseranteil, glaube ich. Und den benutze ich gerade am häufigsten. Ja, eines meiner Ziele für dieses Jahr war es ja, so viel wie möglich von meinem Stash, also von meinem Vorrat hier aufzubrauchen. Aber ja, also über den Sommer habe ich dann doch relativ wenig gescrapped, aus verschiedensten Gründen. Und ja, jetzt wollen wir mal gucken, was wir bis zum Ende des Jahres hier noch verbrauchen können. Hier habe ich noch einen Sticker verwendet von der Cute Girl Kollektion von Crate Paper. Und ich glaube, bis auf mein Journaling in dem Label und Goldfarbe bin ich soweit fertig. Ja, da habe ich mit der Goldfarbe angefangen. Die ist von Marabu. Die ist, ich finde, sehr schön. Die trocknet fast restlos, also dass man keinen öligen Rand oder so um den roten, um den goldenen Punkt hat. Ja, das ist mein kleines Layout sozusagen, die Startseite in dem neuen Notebook. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Thank you.